Die Formel 1 kehrt wieder einmal nach Monte Carlo zurück. Dies ist die Heimat des weltberühmten Monte Carlo Casinos, das 1863 eröffnet wurde, und natürlich eines gewissen Straßenrennens, das erstmals 1929 abgehalten wurde. Nirgendwo gibt es eine Veranstaltung wie diese und nirgendwo ist ein Sieg bedeutender als hier, beim Großen Preis von Monaco. Wir sind an diesem Wochenende einmal mehr an der französischen Riviera, freuen uns auf 3 Kilometer Stadtrundfahrt im Fürstentum Monaco. Die Autos klettern auf etwa 40 Meter den Hügel hinauf, dann am Casino vorbei, bevor sie in Sektor 2 zum Hafen herunterfahren. Es ist ein sehr kurzer Weg von der Pole Position zur ersten von insgesamt 19 Kurven. 7 sind übrigens Links- und 11 Rechtskurven und es gibt nur eine einzige DRS-Zone auf der Start- und Zielgeraden und auch die ist viel zu kurz. Wie gewöhnlich darf ich heute Stefan Römer an meiner Seite begrüßen. Können wir uns vielleicht über Sebastian Vettel unterhalten? Sieht so aus, als ob sie heute ganz schön kämpfen müssen. Die Gridstrafen, die das Team aufgrund des Auswechselns der Triebwerkskomponenten erhalten hat, machen all das sicher nicht einfacher. Aber das Gute dabei ist, dass ihnen diese neuen Komponenten dabei helfen können, sich bis ganz nach vorne durchzukämpfen. Ich rechne ehrlich gesagt heute mit einem sehr aggressiven Kurs, um den problematischen Start auszugleichen. Sehen wir uns kurz die Startausstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Mr. Monaco startet aus der Pole Position und P2 geht an Daniel Ricciardo. Der Australier hat heute eine starke Leistung gezeigt. Im Rest der Startausstellung haben wir Bottas, Norris, Lewis Hamilton und Stroll, Verstappen, Leclerc, Sainz und Mick Schumacher, Ocon, Gasly, Nicolas Latifi und Grosjean. Vettel, er hat eine Gridstrafe erhalten. Russell, Dani Quert und Kevin Magnussen. Giovinazzi, Perez, Raikkonen und Alexander Albon steht auf dem letzten Platz der Startaufstellung. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? With your podium last race, the team are hoping for more of the same. But with yesterday's qualifying performance, it could be tough. Good luck. Und damit herzlich willkommen zurück zur F1 2020, meine Teamkarriere hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Hat Chef das jetzt gerade wirklich gesagt oder habe ich ihn jetzt gerade nicht verstanden? Er hat gerade gemeint, es könnte ein bisschen schwierig werden mit dem Podium-Finish nach dem schwierigen Qualifying. Ich glaube, der hat da irgendwas verwechselt, vielleicht mit Vettel. Da haben nämlich die Kommentatoren gerade gemeint, mit seinen neuen Komponenten kann er ja richtig geil durchjagen. Wir fahren Monaco. Noch so by the way erwähnt, aber ja, egal. Schön, dass du eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist und ja, der Freude kein Abbruch. Ich habe die Pole Position und das ist eigentlich schon ein Füßchen auf dem Treppchen und das ist heute definitiv mein Ziel, aufs Podium kommen. Was sage ich denn, aufs Podium kommen? Ich will gewinnen. Wenn ich schon hier die Pole habe und eine gute Speed habe, dann will ich das auch gewinnen. Entscheidend dazu wird natürlich der Start sein, entscheidend wird natürlich die Strategie sein und da gehen wir auch direkt mal drauf. Und ja, da sehen wir, Soft Medium hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet. Wir können ja mal ganz kurz rein. Ja, wir könnten auch einen Overcut versuchen. Überlegen wir uns mal noch. Würde jetzt nicht so viel Unterschied machen. Je nachdem halt, wie die Reifen abgenutzt sind und ob sich das halt lohnt. Je nachdem auch, was die Leute so im näheren Umfeld machen. Ich meine, großer Vorteil ist ja, dass die starken Mercedes gar nicht so direkt dran sind. Also sie sind schon direkt dran, aber auf P2 steht kein Mercedes. Das ist das Schöne. Daniel Ricciardo hat da eine richtig zauberhafte Runde hingeschmettert und wenn ich es schaffen sollte, gegen ihn den Start zu gewinnen, dann wäre das ja ein kleiner Puffer gegen Mercedes und dann vielleicht auch in der Strategie ganz gut und so. Aber ja, wäre, hätte, wenn und aber. Ich würde sagen, wir lassen es einfach drauf ankommen. Wir verlieren gar nicht so viel Zeit. Ich nehme ein bisschen weniger Sprit mit. Ich glaube, das können wir ganz gut reinfahren bei dem Rennen. Und dann würde ich sagen, rein in die Einführungsrunde. Upsala. Ich freue mich. Und so schön. Freie Fahrt. Sehr gut, sehr, sehr gut. Okay, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. Sehr schön. Ja, also Pole Position wichtig wird jetzt sein, die Reifen auf jeden Fall gut auf Temperatur bekommen, damit wir gut wegfahren können am Start. Ich meine, der Weg ist ja nicht allzu lang bis Kurve 1. Da ist natürlich gut wegkommen schon sehr wichtig. Und vor allem gut wegkommen ist so eine Sache, wer das Qualifying geschaut hat, der weiß erstmal natürlich, wie ich auf die Pole kam. Und das war eine Zuckerrunde, wie ich finde. Ja, absolut verdient. Ja, ich habe einen neuen Lenkradaufsatz und dementsprechend eine neue Kupplung. Und ich habe gerade eben schon fast gefailt beim Losfahren. Und ja, beim Start hoffe ich mal, dass ich den Motor nicht abwürgt beim
starten und dass ich gut kuppeln kann. Normalerweise sollte das ja jetzt besser sogar noch gehen als zuvor. Müssen wir da gucken, dass wir irgendwie... Ja, auch wenn die Räder ein bisschen durchdrehen, aber ein bisschen mehr Temperatur da hinten rein wäre schon nicht schlecht. Aber das ist gar nicht so einfach hier. Ich will die Reifen jetzt ja auch nicht komplett zerstören. Sehr gut, sehr, sehr, sehr gut. Ja, ein bisschen Anspannung ist da. Ich bin ganz ehrlich, ein bisschen aufgeregt bin ich. Ich habe ja erst gedacht im Qualifying, nach dem Training, mir fehlt irgendwie ein bisschen die Pace. Aber dann im Qualifying relativ schnell gemerkt, nee, ich bin eigentlich ganz gut unterwegs. Und jetzt mit der Pole Position will man natürlich dieses Rennen gewinnen. Gerade eben haben es die Kommentatoren auch, das haben sie ganz richtig gesagt. Es ist das Rennen, was man halt unbedingt gewinnen möchte in seiner F1-Karriere. Und ich auch, auf jeden Fall. Der Sieg hier in F1 2020 fehlt definitiv noch in der Sammlung. Und jetzt haben wir die bestmögliche Ausgangslage. Ich wünsche dir auf jeden Fall an dieser Stelle ganz, 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 ganz viel Spaß und die bestmögliche Unterhaltung jetzt beim großen Preis von Monaco in unserer F1 2020 MyTeam-Karriere. So, jetzt zählt's aber gleich. Jetzt erstmal Konzentration, gut wegkommen und dann schauen wir mal. Sagen, das hat auch schon mal ganz gut geklappt. So ein bisschen angasen hier. Start. Da fehlt der Grip. Ja, die Reifen sind kalt. Jetzt kommt schon der Angriff. Nee, mein Freund. Nein. Da waren die vorderen Reifen noch nicht auf Temperatur. Nee, mein Freund. So einfach mache ich es hier nicht. Ja, Monaco, das ist halt so eine Strecke, da wird auf jeden Fall ein bisschen härter gekämpft. Da müssen wir kein Geheimnis drauf machen, aber ich glaube, ist alles gut. Sein Flügel sollte auch noch ganz sein. So, jetzt aber Konzentration, jetzt vielleicht ein bisschen absetzen. Hoppla, was für eine Startphase, aber ist klar. Das ist natürlich eine Riesenchance, hier nach vorne kommen. Er hat die Lücke gesehen, er hat sie versucht zu nutzen. Sein absolut gutes Recht. So, jetzt muss ich aber erstmal hier Reifen auf Temperatur kriegen und dann Vollgas. Und ja, gerade hier in Monaco, mit jedem Fehler kann es vorbei sein. Einmal verbremst, einmal in die Mauer, Flügel ab, Reifen ab, was auch immer. Das wäre sehr schlecht. Ja, die erste Runde müssen wir uns auf jeden Fall nochmal angucken. Vielleicht sogar nicht nur in den Highlights, sondern in direkt in der Wiederholung. Weil es war ein bisschen eng, aber ihr wisst ja, ich versuche auch gerade gegen die KI super fair zu fahren. Aber ich habe keinen Kontakt gespürt. Das war da ganz zu wenig. Ich denke mal, das war alles okay. Und dass es mal ein bisschen enger zugeht in Monaco, das ist auch im Real Life so. Wichtig ist, dass wir sehr, sehr gut den Start auf unserer Seite haben. Ja, machen wir auch. Vielleicht ein bisschen absetzen. Es gibt nur diese eine kleine DRS-Zone, aber wäre natürlich geil, wenn wir es schaffen könnten, Daniel Ricciardo davon ein bisschen zu distanzieren. Upsala, Vorsicht. Bis jetzt fühlt sich das Auto ganz gut an, bis jetzt auf die ersten paar Kurven am Start. War halt natürlich klar, die Reifen waren noch nicht perfekt auf Temperatur. Bei einem Soft sollte man schon halt so 85 bis 95 Grad anstreben. Das hatten wir auf den vorderen Reifen definitiv nicht. Ja, also Sprit können wir nachher noch ein bisschen sparen. Wenn wir jetzt ein bisschen im Minus sind, ist es gar nicht schlimm. Würde ich jetzt behaupten. Ja, hier können wir mal ein bisschen in Magermischung gehen. Alles gut. Jetzt läuft es doch ganz okay. Ich muss immer noch ein bisschen schmunzeln, was Jeff gelabert hat. Ja, also nach dem Quali-Ergebnis. Ich glaube, der kann selber noch nicht ganz glauben, dass wir irgendwie die Pole geholt haben. Der hat da auch nicht mitgerechnet.
Also im Qualifying stelle ich ja ihn als aus, also dass er eigentlich so gut wie gar nichts sagen soll. Und im Rennen stelle ich ihn ja dann wieder ein. Beim Qualifying labert er mir sonst die ganze Zeit dazwischen, gerade wenn ich mit dir ein bisschen labern möchte. Im Rennen darf er mir ja gerne Infos wieder geben und so. Und ich glaube, das hat ihn ein bisschen jetzt verwirrt, so ein bisschen. Jetzt darf er wieder labern und dann... Was? Der steht auf Paul! Richtig gut. Und auch die Ansage von den Kommentatoren. Ja, ja, also Fettleit ist neue Teile, also damit... Damit kann er auf jeden Fall ganz gut mit aggressiven Strategien nach vorne fahren. Ich glaube eher nicht in Monaco. So, aber jetzt konzentriert bleiben, genauso wie in Spanien. Konzentriert, fokussiert, konstant, ganz wichtig. Und ja, geil, mein Flügel ist am Arsch. Gut, den brauche ich eh nicht, wenn ich vorne bin. Also mein DS-Flügel, nicht mein Frontflügel. Alles gut, der ist heile, der soll auch heile bleiben, bitte. DRS will be offline. There's a fault with the rear wing system. Stay out, we can work on a fix remotely. So, aber das läuft gerade sehr gut. Ich glaube, Hampton hat seinen Start gewonnen, oder? Der war nicht auf 4. Ist egal. Auf jeden Fall. Giardo ist, glaube ich, ein Ticken langsamer als die Mercedes und auch ein Ticken langsamer als wir. Und das ist ja perfekt, weil die Mercedes können schon sein, dass sie im Renntrim jetzt hier ein bisschen schneller wären als wir. Und deswegen hält er sie ein bisschen auf. Das ist gar nicht so verkehrt. Finde ich gar nicht so schlecht. Teammate by 7.6 seconds. Ja, Mick. Wo ist eigentlich Mick? Status-Teamkollege? Gap to teammate behind is 7.8 seconds. They're on fresh mediums. They're in 10th. The time last lap was... Er ist auf Mediums gestartet. Konnte er, ja. Er ist zwar auf 10 gestartet, aber durch die Crit-Platzstrafe von Vettel hat er trotzdem freie Reifenwahl gehabt. Das fand ich gar nicht so schlecht. Dadurch könnte er vielleicht ein bisschen nach vorne kommen. Jetzt gucken wir mal. Dann gehen wir rein, Runde 10, 11, irgendwie sowas, ne? Stand da. Okay, ein bisschen aufpassen. Nicht die Reifen zerschrotten, die müssen noch ein bisschen halten, die Softs. So, hier den Brustkorb kann man ein bisschen attackieren, den gelben. Das habe ich ja gestern, ja weiß nicht, ich denke mal gestern, wird die Quali-Folge gekommen sein, in der letzten Folge jedenfalls erklärt haben. In der Quali-Folge. Und ja, hier lohnt sich die Quali-Folge definitiv zu gucken. Ich weiß, es gibt ein paar Zuschauer, die nur das Rennen gucken und nicht das Qualifying, aber ich glaube in Monaco, da ist ja das Quali mehr oder weniger schon das halbe Rennen. Deswegen lohnt sich da auf jeden Fall reinzugucken. So, wir distanzieren uns ein bisschen, das ist gut. Aber jetzt konzentriert bleiben. Ein kleiner Fehler, ich sag's dir. Und es ist vorbei. Der Spaß. Oder ein Safety Car oder so, kann ja auch alles durcheinander bringen. So, ich versuche noch nicht so viel Sprit zu sparen. Das kriegen wir alles nachher noch hin, glaube ich. Jetzt ist ja erstmal wichtig, so viel Meter gut machen wie möglich. Weil wir werden definitiv, wenn wir in die Box gehen, ins hintere Feld zurückfallen. Und die, wo auf Medium oder Hard gestartet sind, werden dann erstmal vor uns sein. Und jeden, den wir quasi jetzt schon überholen können von denen, ist halt ein, ja, ein wichtiger Platz auf jeden Fall. Vorsicht. Auto fühlt sich aber sehr gut an. Ich wiederhole da nochmal, nur in der ersten Runde, sag ich mal, wo die gerade die vorderen Reifen noch nicht auf Temperatur waren. Da ist noch ein bisschen kritisch, aber jetzt ist es sehr gut. Und der neue Lenkradaufsatz hat auf jeden Fall bis jetzt seine Arbeit gut verrichtet. Pole Position geholt im Quali, den Start gewonnen, mehr oder weniger. Sekunden schon mal Vorsprung, das ist nicht schlecht. Also keine Ahnung, wie Ricciardo das geschafft hat mit Renault. Er hat ja echt eine Zauberrunde gemacht. Weil ich glaube fast, die Mercedes, also die können auf jeden Fall schneller und ich glaube, die könnten auch vielleicht schneller als wir. Oder zumindest mal ähnlich schnell. Und so ist es natürlich jetzt, läuft es jetzt gerade voll für uns.
Aber das Rennen ist noch lang. Ihr seht es, 39 Runden in der Summe. Die sind zwar relativ schnell abgespult, weil man hier knapp eine 1:10 eine Runde fährt. Oder 1:15, sage ich mal. In Österreich fährt man es ein bisschen schneller. Nichtsdestotrotz ist hier der Monaco City Circuit der kürzeste Kurs mit knapp 3,3 Kilometer oder was er hat. Deswegen geht es wie im Flug vorbei. Aber ja, jede Kurve, jede Anbremssituation ist Konzentration pur. Aber mir macht es unglaublich Spaß, hier durchzujagen. Das ist wie so Achterbahnfahren, das Auf und Ab und zwischen diesen Leitplanken. Wenn das Fahrzeug auch noch das macht, was es soll, dann ist es echt sehr geil. Mir macht es halt immer unglaublich viel Spaß, hier zu fahren. Und ich hoffe, allein dieser Spaß und wie ich hier durch diese, ja, ich sag jetzt mal, Häuser, Gassen, Zirkel, macht auch Spaß beim Zugucken, auch wenn jetzt die Rennaction in dem Sinne fehlt. Aber sei mal ehrlich, wäre ich jetzt irgendwo im Mittelfeld, dann könnte es theoretisch zwar noch weiter nach vorne gehen, ja, so rum. Aber die Chance, dass ich vorbeikomme, ist, glaube ich, eher gering. Und dann ist es wahrscheinlich eher frustrierend. Da ist es so jetzt gerade eher schön zu sehen, wie ich mich sogar leicht absetzen kann. Und Ricciardo ein bisschen aufhält. So, jetzt sind wir gleich in der 9. Runde. Jetzt müssen wir gleich nochmal gucken. Ein Boxenstopp. Weil wenn er jetzt die Ansage macht, dann ist es Runde 11, glaube ich. Ja, Runde 11, genau. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Ja, jetzt könnten wir halt überlegen, ob wir halt ein... Wie viel wären wir jetzt? 16 da, okay. Also wir haben jetzt noch nichts gut gemacht, richtig. Ist alles noch super eng zusammen. Und also einen Boxenstopp haben wir da noch nicht groß rausgefahren. Aber eine Möglichkeit, ja, wäre natürlich schon bei freier Fahrt nochmal einen Overcut zu versuchen. Also in einer Runde werden die nicht so viel aufholen können. Deswegen bin ich jetzt gerade echt am Überlegen, ob ich vielleicht sogar erst in Runde 12 oder sogar Runde 13 reingehe. Und prinzipiell habe ich vielleicht dann die Chance, sogar noch mehr hinter mir zu lassen. Weil die werden vielleicht ja dann aufgehalten durch den Verkehr. Weil die auf Mediums schaden, die werden Runde 20, nee, Runde 25, 26 vielleicht erst reingehen. Sowas mit dem Dreh. Aber gut, jetzt fahren wir erstmal bis Runde 11 einschließlich und dann gucken wir mal, was wir machen. Das Krasse ist halt in Monaco, finde ich, hier im Spiel. Du merkst halt übelst viele Schlaglöcher. Das geht übelst auf die Hände. Also nicht auf die Handgelenke oder so, sondern du spürst es in den Handflächen, wie du diese Schläge die ganze Zeit vom Lenkrad mitkriegst. Und gerade bei meiner DD hier, also Direct Drive Wheel oder Base, wie auch immer, da ist es natürlich auch kein so sanfter Schlag. Aber es ist geil, es ist ein geiles Feeling und macht es ja nur irgendwie authentisch. Ja, also der Ray, der steht so ein bisschen auf Schmerz, ne? Nein, Spaß, aber... Ich glaube, es ist klar, was ich damit meine. 5 Sekunden schon, also das... Also habe ich... Oder habe ich den doch einen Flügel kaputt gefahren? Oder gab es einen Flügelschaden? Wobei, ich glaube... Also wir gucken es uns nochmal an. Ich glaube, ich konnte ja nicht mich in Luft auflösen. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwie unfair gefahren bin, als sich die Lücke für ihn aufgetan hat. Und die Position herschenken, das muss ich ja ganz gewiss nicht hier in Monaco. Und dass es hier mal ein bisschen krasser zur Sache geht, das ist ja auch irgendwie klar. Also, wenn es irgendwo harte Überholmanöver gibt, dann hier. Hier ist immer mit ein bisschen Carbon-Austausch. Ne, ich glaube wirklich, dass wir einfach schneller sind als Ricciardo, der einfach gerade einen super Job macht und uns aufhält. Jetzt ist die Frage, bleibe ich noch mal eine Runde länger draußen? Zimmer 13 da. Ich glaube, ich fahre noch mal eine Runde länger. Weil ich sag mal, alle bis Position 9 sind ja auf derselben Strategie. Das heißt, wenn da jetzt halt natürlich 9 stehen würde, wäre das natürlich perfekt. Aber ich glaube, so lange können wir es nicht rauszögern, weil irgendwann sind dann die Mediums auch deutlich schneller. Gleich mal, wie sind die denn abgenutzt? Vom Feeling her würde ich sagen, sie sind schon langsamer, aber noch okay. Ja, passt auch. Also ich mache auf jeden Fall eine Runde länger. Vielleicht auch 2, mal gucken. Also die werden keine 6 Sekunden, 7 Sekunden in einer Runde aufholen können.
Das ist, wenn die Mediums schneller sind und sie eben freie Fahrt haben. Was ich eben jetzt erstmal bezweifle. Deswegen, wir fahren nochmal eine Runde später erst rein. Mit Mick soll das auch nicht kollidieren, der ist ja von Mediums, wie wir gehört haben. So, das sollte jetzt eigentlich passen. We're not gonna be able to run in this engine mode much longer. We're about a lap over target. Drop down to Mick's too soon. So, Bottas ist auch draußen geblieben. Guck mal an. Ah, Bottas könnte jetzt durch den Overcut sogar vielleicht vor Ricciardo kommen. Schumacher jetzt sogar schon auf 4, natürlich. Ja, Schumacher wäre ja der direkte Konkurrent. Also bei dem müssten wir jetzt halt irgendwie 20 Sekunden rausfahren. Aber ich glaube, das schaffen wir wahrscheinlich nicht, weil die Mediums irgendwann auch ein bisschen schneller sind. Das ist jetzt halt die Frage. Oh, das habe ich mich verdrückt. Entschuldigung. Dass ich dich jetzt so aus dem Fluss rausgebracht habe. Da habe ich mich verdrückt. Ja, Stand jetzt wären wir... Ja, ich müsste jetzt eigentlich schon reingehen. Oder nochmal eine Runde riskieren. Ich riskiere, glaube ich, nochmal eine Runde. Das ist ein risky Move, aber ich probiere es nochmal eine Runde. Jetzt ist Bottas in der Box. Safety car, safety Nein! Car. Nein! Reduce your pace. Oh, ich wäre ich noch reingegangen. Das kostet mich jetzt alles, ne? Weil jetzt ist noch Delta, jetzt ist noch Delta. Jetzt ist noch alles gut, glaube ich. Jetzt ist noch alles okay, glaube ich. Confirmed. Jetzt ist ja noch Delta, jetzt ist es wie Virtual Safety Car. Jetzt ist ja noch alles okay. Weil jetzt können die anderen ja hinten dran nicht aufholen, die müssen ja genauso im Delta fahren. Das ist jetzt noch okay. Hoffe ich zumindest mal. Bitte. Boah, das wäre zu bitter. Das würde mich alles kosten, wenn das jetzt schief geht. Aber wäre ich nur gleich rein, dann wäre es perfekt gewesen. Dann wäre ich wär Safety Car raus, wenn ich in die Box wäre. Das wäre ultra gut gewesen. Komm, das muss jetzt passen. Komm. Das könnte sogar passen, dass sie sogar vor dem Mick rauskommen. Also ist alles gut, weil jetzt ist es wie ein verlängertes Virtual Safety Car, weil das Safety Car ja noch auf mich warten muss. Ich bin ja der Leader, das heißt, das könnte sogar passen. Oh, bitte, komm, macht schnell, Jungs. Boah, 2 Sekunden, perfekt. Ja. Go. Ja, geil. Es ist sogar noch besser. Ich dachte erst, jetzt habe ich verkackt, aber nein. Es ist ja perfekt. Doppelführung für PXR Racing, auch wenn Mick natürlich nochmal... Geil! Auch wenn Mick natürlich noch in die Box muss, aber es ist ja trotzdem geil, weil es ist jetzt ein Puffer, alle die Mediums haben, die noch in die Box müssen, sind jetzt zwischen mir, habe ich als Puffer und ich habe Bottas und alle hinter mir jetzt dadurch gelassen. Es ist sogar noch besser! Geil! Ich muss es nochmal wiederholen, weil ich es immer noch nicht glauben kann. Ich dachte erst so... Safety Car nicht so, nein. Aber das ist ja perfekt. Es ist ja perfekt. Ich muss es wiederholen. Oh, bitte. Start, Zielsieg, ey. Wie geil wäre das denn, bitte? Mr. Monaco muss dieses Rennen doch jetzt gewinnen, ey. Komm. Genug Scheißrennen gehabt. Gut, Spanien war geil, aber nur wegen einem geilen Rennen muss ja nicht aufhören. Jetzt müssen wir gucken mit den Reifentemperaturen. Ich sehe nicht, wie lange das jetzt draußen bleibt, ob das gleich wieder reinfährt oder was da der Plan ist. Super, jetzt auch gerade ein bisschen bremsen und Gas gleichzeitig, um einfach ein bisschen durch die Bremsenabwärme die Reifen auch ein bisschen auf Temperatur zu halten. Und da jetzt die Mediums relativ frisch sind, versuche ich jetzt auch nicht zu krass hier rumzuwedeln. Bringt eh nicht so viel, habe ich das Gefühl. Ein bisschen können wir es ja machen.
Ja, für Mick bin ich jetzt gerade am überlegen, aber der kann ja eigentlich fast nichts mehr machen, oder? Also das ist halt, für ihn das ist jetzt eher ungünstig, diesen Safety Car. Weil Soft hätte er noch nicht holen können, hätte Harde holen können. Ich wäre auf Harde gegangen, die sind zwar ein bisschen langsamer, aber dann hätte er die Position, weil nee, die hätte er auch verloren, weil alle zusammengestaucht, oder? Schwierig. Egal, er ist jetzt draußen, er wird auf jeden Fall noch bis Runde, wie gesagt, 4, 5, 26 wahrscheinlich draußen bleiben, dann wird er sich Softs holen am Ende. Und, ja. Muss mal gucken. Aber so oder so, wir haben jetzt definitiv schnellere Mediums. Also ich denke mal, wir würden uns von Mick auf jeden Fall gut distanzieren können. Das wäre ja auch dämlich, wenn er eine Attacke gegen uns macht. Aber gut, das sagt ja mal der KI hier. Boah, das läuft so gut für uns. Also es tut mir leid aus Entertainer-Sicht. Weil ich glaube, das ist jetzt vielleicht nicht so das spannendste Rennen. Aber hey, Monaco ist immer schwierig als Zuschauer. Und wie schon gesagt, ich hoffe, es entertaint einfach, wie ich durch diese Häusergassen fahre. Sprit haben wir gleich mehr als genug, da können wir gleich ein bisschen anballern. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, jetzt fährt's rein. We'll be pacing the field in Sector 3. Make sure to respect the Delta until the safety car is in the pit lane. Ich sehe gar kein Delta. Ist ja lustig. Jetzt muss ich den Restart machen. Ich versuche jetzt mal hier schon mal anzugasen. Ich hoffe, das klappt. Oh, ich glaube, es hat geklappt. Wunderbar. Auf geht's. Rennen ist wieder freigegeben. Jetzt aufpassen ein bisschen auf die Reifen. Die sind noch nicht ganz so warm, wie sie sollten. Dass die KI das aber immer hinkriegt. Gleichheit. Du hast genau das gleiche Problem wie vorhin. Nein, Mick, bitte mach's nicht. Das wäre super unnötig. Das ist halt ein bisschen doof, dass die KI die Reifen sofort auf Temperatur kriegt. Also ich krieg das nicht hin. Und Mick ist jetzt auch nicht mega rumgewedelt hinter uns oder so. Das ist halt dann so vom Spiel. Aber ist egal. Nehmen wir jetzt an und ich glaube einfach, der Gummi auf unseren Reifen ist definitiv neuer und besser. Und deswegen, go, go, go. Können ein bisschen angasen auf Fett. Jetzt sind die Reifen frisch, da können wir eh ein bisschen mehr pushen. Ich meine, es kann natürlich immer noch passieren, dass nochmal ein Safety Car kommt, aber ja, wir haben alle Trümpfe in der Hand. Hier 5 Sekunden für. Okay, die Zeitanzeige ist ja aber neu da jetzt links, oder? Ist ja geil, man sieht, dass jemand. Hat. Oh, wo kommt denn der her? Das war ich nicht gerade. Achso, die sind in die Box gegangen. Conn ist in die Box, oder was? Ja, okay. Das ist so früh schon? 17. Runde? Hätte er ja auch in Safety Car gehen können. Also. Aber ich krieg Mick nicht los, ey. Mick ist gerade on fire. Aber ist ja gut. Ich muss jetzt auch ein bisschen pushen für Mick eigentlich. Das, weil alles, was er jetzt ein bisschen an Vorsprung bis zu seinem Boxenstopp rausfahren kann, das ist natürlich das gleiche Spiel, hat er nachher nicht Plätze hinter sich. Und wenn er ein paar Punkte mitnimmt, dann wäre das schon nice. Weil leider war ja das Qualifying bei ihm nicht so gut, leider. So, ich muss jetzt aber ein bisschen wieder in Fokus kommen. Ein bisschen wieder angasen. The stewards have now enabled DRS. DRS is now online. So, also jetzt hier gleich mal ein bisschen wieder Gap rauszufahren. Sollte jetzt kein Problem sein. Ja, wir haben auch schon gleich wieder Halbzeit. So schnell geht's. Wie gesagt, die Runden sind nicht lang in Monaco, aber jeder einzelne super anstrengend, weil das Konzentrationslevel super hoch sein muss. Deswegen, wenn ich ein bisschen Bierball laber. Gut, kennt man nicht anders von mir, aber mehr als sonst. Ja, schiebe ich es jetzt einfach mal darauf, dass das Hauptkonzentrationslevel auf das Wesentliche fällt und nicht aufs Reden. Und ich will auch hier beweisen, mir selbst, aber auch dir,
dass die Aktion in Spanien nicht so eine Eintagsgeschichte war, dass durchaus der Ray dazu in der Lage ist, zu kommentieren, zu fahren und das auch konzentriert, konstant, auf einem sehr guten Niveau. Reifen bauen kaum ab, sehr gut. Also damit können wir easy durchfahren, würde ich behaupten. Gerade weil wir sie uns jetzt super einteilen können, die Reifen. Das Geile ist halt, dass Magnussen, glaube ich, Bottas und so jetzt übelst aufhält. Das spielt halt jetzt auch Mick gut in die Karten. Meinen ganzen Boxshop wird er wahrscheinlich nicht rausfahren können, aber ist ja egal. Alles, was er jetzt halt gut machen kann, wäre nice. Frage ist halt nur, wie lange er noch draußen bleibt. So. Gut, wie lange sind wir mit den Soft gefahren? Wir sind mit den Soft 13 Runden gefahren. Ich denke mal, sowas in dem Dreh wird er auch machen. Also der wird schon noch eine Weile fahren. Das könnte vielleicht sogar Big Point für Pixar Racing werden. Das in Monaco. Ich meine, super glücklich mit dem Safety Car. Ich, wie gesagt, in dem Moment dachte ich erst, ich habe es jetzt verkackt, weil ich jetzt zu lange das rausgezögert habe, aber es war ja sogar perfekt, es war sogar noch besser. Es war ja sogar noch besser. Nein, er ist jetzt in der Box. Ah, okay, schade. Aber was auf was für Reifen geht er dann? Auf hart? Aber dann hätte er ja auch im Safety Car schon gehen können. Das finde ich halt schade, dass man halt keine Strategie Calls. So, mein Gott. Schweres Wort. Für den Teamkollegen machen kann. Gerade in der MyTeam-Karriere, wo man ja auch nicht nur Fahrer, sondern auch eigentlich Teamchef ist. Weil da hätte man jetzt ihm während im Safety Car sagen können, okay, hol dir direkt die Harten. Oder halt jetzt sagen können, hey, warte mal, hol dir am Ende die Softs, weil der hat doch jetzt 100% die Harten geholt. Und jetzt ist es super unnötig. Status Teamkollege. We're leading our teammate by 18.4 seconds. They're on fresh hearts. They're in 15th. Super. Ja, 15, das ist super. Da kommt er nie wieder weg in dem Rennen. Das ist ja jetzt ja super lame. Da hätte er jetzt auch seine Mediums locker easy noch ein paar Runden ziehen können. Und dann wäre er doch wahrscheinlich trotzdem schneller als Magnussen auf den Harten gewesen. Schade, es sind wieder halt wertvolle Punkte, die wir nicht bekommen als Team. Also gut, klar, die Ausgangslage hat sich Mick natürlich im Qualifying schon versemmelt, aber trotzdem. Ein bisschen aufpassen mit dem Akku. Sprit habe ich zwar genug, aber Airs habe ich nicht unbegrenzt. So, ja, jetzt müssen wir halt hoffen, dass nicht nochmal ein Safety Car kommt, weil dann wäre. Der lukrative Vorsprung natürlich dahin. Allerdings wäre es auch nicht schlimm, wir wären ja trotzdem vorne. Man könnte halt nur bei einem extrem großen Vorsprung überlegen, bei einem Safety Car sogar die Softs zu holen. Wir haben ja nochmal einen frischen Satz. Und ja, noch ein paar Runden, dann wäre ja sogar sinnvoll, den zu holen. Magnussen ist natürlich jetzt gerade hier Best Buddy. Der blockiert die halt übelst. Weil ich glaube, Bottas, der ja durch Boxjob an Ricciardo vorbei ist, könnte definitiv jetzt schneller als Magnussen sowieso und vielleicht sogar schneller als wir. Dadurch können wir als Easy Peasy hier die schnellste Rennrunde fahren. Oh, Magnussen jetzt in der Box. Ja, jetzt wird es interessant sein. Ob Bottas hier jetzt extrem aufholt oder ob ich sogar schneller trotzdem fahren kann. Also ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, nicht locker zu lassen. Weil je nachdem, was passiert, könnten wir vielleicht sogar Softs holen am Ende. Ja, tschüss, schnellste Runde. Ja, der wird wahrscheinlich aber auch Softs haben.
Warte, eben waren es noch 18 Sekunden, jetzt sind es nur noch 17. Also okay, Bottas ist auf jeden Fall schneller, was ich auch vermutet habe von Anfang an. Also das Rennen lief auf jeden Fall für uns, da brauchen wir nicht drüber reden. Die Mercedes haben sich im Quali, oder sie sind im Quali ein bisschen geschlagen worden. Und auch ein bisschen in der Strategie. Zumindest mal bis jetzt, weil sie zeigen, dass sie hier definitiv wahrscheinlich die schnellsten wären. Und Bottas auch direkt mit der schnellsten Rennrunde. Also, das heißt, der 17 Sekunden Vorsprung ist natürlich gewaltig. Aber wenn der jetzt weiterhin so krass aufholt, dann kann der ruckzuck schmelzen. Ich will es jetzt nicht künstlich spannend machen, aber das heißt für mich selbst einfach auch, mach sie nicht so einfach, mach sie nicht zu bequem, Ray, sondern push, push, push. Natürlich im kalkulierten Rahmen hier in Monaco. Flügel ab oder so ist natürlich, habe ich auch nichts mitgewonnen. Dann wird es erst recht knapp. Ja, zweiter Sektor. Der hole ich mir zurück, zumindest mal lila hier. Dafür habe ich jetzt die letzten paar Kurven nicht so perfekt bekommen. Nein, es kann natürlich auch sein, dass Bottas, weil er ja in der Magnussen festgesteckt hat, auch übelst jetzt erst sich angespart hat und so und das jetzt alles halt rausballert. Das heißt, wenn sich das jetzt wieder so ein bisschen beruhigt, sein Akkustand, dann könnte es vielleicht auch gar nicht so krass sein. Der Abstand hält sich dann vielleicht sogar. Jetzt gucken wir mal. Jetzt sind es 17, 16 Sekunden. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Spannend wird jetzt halt, wie gesagt, der Start nochmal sein mit Ricciardo, wie der lief. Weil ich will schon halt natürlich ein sauberes Rennen. Das nagt so schon so ein bisschen an mir. Aktuell stand jetzt so, würde ich sagen, war es hart, aber ich habe nichts Unfaires gemacht gegen ihn. Aber wir gucken es uns nochmal an. Und unterm Strich hat ja die Pace meinerseits auch gezeigt, dass ich auch schneller bin und dann ist es ja auch okay. Es ist nicht so, dass ich mich da mit Gewalt vorne verteidigt habe und dann hat man gesehen, hey, eigentlich wäre der sogar schneller und es ist unfair, bla bla. Ein bisschen mehr Fett angasen jetzt. Ich krieg den Sprit nicht los. Das ist auch ein unnötiger Ballast, den wir hier mitschleppen. Ich gehe mal zurück, aber sonst. Joa. Zu viel Sprit. Den ich brauchen. Ja. Sehe ich auch so. 15 pro Runde ist ja okay. Wir haben ja dank vielen Umständen einen riesen Vorsprung. Und in Monaco ist das Rennfahren natürlich dann auch nochmal das eine. Dabei kommt das andere. Ja, und ich könnte, glaube ich, im Schwimmbadsektor ein bisschen mehr den gelben Körper noch attackieren. Auch auf die Gefahr hin, dass das Auto ein bisschen unruhig wird, aber. Da liegt, glaube ich, auch noch mal ein bisschen Zeit begraben. Ja, also auf Ricciardo baue ich weiterhin den Vorsprung aus. Bottas holt aber weiterhin auf. Also man sieht, Mercedes kann schneller. Was ja auch kein Geheimnis ist. So, jetzt um die Zeit rum hätte ich jetzt Mick reingeholt mit seinen Mediums. Und dann wäre die Sache vielleicht auch ein bisschen anders gewesen, aber ja gut, ist jetzt halt so. Wäre halt vielleicht als 8. oder so rausgekommen und nicht jetzt als 15. oder keine Ahnung, wo er jetzt ist. Status Teamkollege. We're leading our teammate by 31.3 seconds. They're on fresh hards. They're in 13th. The time of the slap was a 1:14. Super undankbar.
super undankbar, die Position, wo er jetzt ist. Gibt keine Punkte, kann er nicht viel machen. Überholen ist eh hier. Schwierig. Hängt hinter einem Alpha Tauri fest, wenn ich das richtig sehe. Langsam stabilisiert sich etwas, was die Aufholjagd von Bottas betrifft. Also die Theorie, dass er sehr viel über Airs auch aufgeholt hat, ist vielleicht gar nicht so falsch gewesen. Jetzt gucken wir mal, wie sich die nächste Runde entwickelt. Ob es jetzt bei so 16 Sekunden bleibt oder ob er trotzdem aufholt oder in welchen Schritten holt er auf, das ist ja dann so ein bisschen auch die Frage. Boah, ich muss mehr Sprit verballern. Ich muss viel mehr Fett fahren. Ich will nur nicht in dem Sektor, wo die Löwskurve ist, mit Fett fahren, weil ich glaube, da habe ich nur durchdrehende Räder und dann bringt das auch nichts. Ein bisschen sollte ich ja aufs Reifenmanagement achten. Die Reifen jetzt unnötig kaputt fahren. Fett wieder und dann jetzt mal da fett bleiben vielleicht und schalten nicht vergessen. Ja, genau, das ist halt die Gefahr, wenn du da den gelben Wurstkörper ein bisschen zu hart attackierst, das Auto dann ein bisschen Takt verliert und dann ein bisschen instabil wird. Und fährt jetzt raus. Virtuell, okay. Speed immediately and keep a positive delta. Drop your speed. Our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Ja, also da riskiere ich jetzt nichts. Eine unnötige Strafe bekommen wegen dem Delta. Also groß sollte ich es jetzt auch nicht werden lassen. Virtuell ist okay. Virtuell, das kostet uns ja keine Zeit in dem Sinne. Ein bisschen wird es uns jetzt kosten, weil ich, wie gesagt, das Delta großzügig lasse. Virtual Safety Car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Ja, jetzt habe ich halt 2 Sekunden oder so verloren. Wobei Bottas hat, glaube ich, sogar noch mehr Zeit verloren. Okay, nichts gesagt, obwohl da 2 Sekunden noch im Delta stand. Naja, wobei es ist ungefähr gleich geblieben. Es ist ungefähr gleich geblieben. Oder? Ne, jetzt holt er auf einmal wieder auf. Okay, das Delta war irgendwie buggy. Kurz war da mal 20 Sekunden. Jetzt sind's. Okay, ich habe die 2 Sekunden wohl doch verloren. Aber egal. Wir haben so viel diesen Polster. Also da jetzt eine Strafe oder irgendwas bekommen, nur weil ich das Delta zu knapp gehalten habe. Nee, lass mal. Dann verliere ich auch gerne diese 2 Sekunden. Und die große Aufholjagd von Bottas hat sowieso aufgehört. Also können wir den Abstand ja mehr oder weniger halten, dann ist doch alles gut. Aber es ist ja lustig. Vettel ist raus, weißt du, noch einen schönen neue Teile und alles bekommen. Hier noch groß die Ansage von den Kommentatoren. Ja, der wird jetzt aggressiv, richtig schön aufholen. Ja, vielleicht war er aggressiv und hat sich das Auto zerschrottet, aber das, glaube ich, war eher in irgendein Teil kaputt. So, auf Ricciardo und Hamilton hätten wir schon fast einen Boxenstopp raus, aber nicht, dass ich darauf jetzt spekuliere und ich sollte vielleicht hier im ersten Gang ausfahren. So, hey, das sind gar nicht mehr so viele Runden und jetzt weiterhin hier am Ball bleiben. Und dann ist es vielleicht ein unspektakulärer Sieg, aber hey, das sind die Monaco-Siege meistens. Aber es wäre alles andere, ja, wäre auch nicht. Wäre ich nicht glücklich mit gewesen, bin ich ganz ehrlich. Ich meine, klar, das Rennen hätte viele Verläufe nehmen können. Blicken wir einfach mal auf die erste Season. Da hat ein Safety Car nämlich unter anderem uns, ohne dumme Entscheidung meinerseits, natürlich das Rennen versaut. Da hätte auch viel, viel mehr gehen können.
Aber diesmal war das Glück so ein bisschen auf unserer Seite. Und warum also nicht? Verdient alle Male. Wie gesagt, die Situation mit Ricciardo in der ersten Runde gucken wir uns gleich nochmal an nach dem Rennen. Aber Stand jetzt, sage ich mal, ist alles verdient und dominant und ein bisschen glücklich. Aber wie sagt man immer so schön, Glück des Tüchtigen. Ein bisschen zu weit nach links raus. Sind wir, glaube ich, sogar ein bisschen schneller als Bottas. Und den Vorsprung sogar ausbauen. Sehr nice. Eineinhalb Sekunden Vorsprung, ist doch gut. Ja, Fahrzeug fährt sich super fantastisch. Echt Spaß hier rumzufahren. Liegt super gut. Ich meine, wurde jetzt auch ein bisschen leichter. Reifen sind zwar ein bisschen abgeschrubbelt, aber alles gut. Ein bisschen verbremst, alles easy. Bild eingelenkt, ganz minimal die Wand berührt, aber das sollte maximal einen kleinen Lackschaden geben. Ja, 18 Sekunden, wir bauen den Vorsprung, wie gesagt, sogar ein bisschen aus. Geil. Also, wir sind hier schon mit einer der schnellsten im Feld. Auch wenn Bottas aktuell noch die schnellste Rennrunde inne hat. Die werden wir wohl nicht mehr kriegen, aber sei es drum.
kommen langsam auf eine Gruppe von Überrundeten. Fährt sich nach wie vor fantastisch. We pretty much burned off our excess fuel. We'll be back on target soon. Don't wait too long to turn the engine now. Noch mal ein paar Sekunden, wenn ich so 22, 23 Sekunden führen würde, könnte man ja fast noch über einen Boxenstopp nachdenken für die schnellste Rennrunde, aber ich glaube, das machen wir jetzt mal lieber nicht. Das ist, glaube ich, dann doch zu risky, der Move. Da muss noch ein bisschen was schief gehen dabei und machen wir lieber mal nicht. Da müsste ich dann wahrscheinlich die nächste Runde, also diese Runde jetzt dann rein. 37. Dann würde es ja gar nicht funktionieren wahrscheinlich. Nee, machen wir nicht. Also ich habe jetzt kurz überlegt, es tatsächlich doch zu machen, aber 20 Sekunden ist halt auch ein bisschen arg knapp. Und wenn das halt nicht klappt, dann ärgerst du dich nachher. Nee, die Punkte nehmen wir ganz sicher mit, einfach und gut ist. Vor allem den Sieg nehmen wir hier mit, das ist so wichtig hier in Monaco. Das ist ein einfacher Prestige-Sieg, auch für mich persönlich. Und eine Wiedergutmachung auch, wie gesagt, für das Monaco-Rennen aus der ersten Saison. Ich muss da so viel verzögern, weil sonst kriegt er Strafe wegen blauer Flagge ignoriert. Oh, ein Red Bull so weit hinten. Das ist bestimmt Elben, oder? Der ist ja sowieso schon übelst weit hinten gestartet. Sogar, glaube ich, im letzten Platz im Rennen. You're increasing the gap on the car behind by 5 tenths per lap. Ja, aber noch ein bisschen noch Action hier auf der Strecke. Auch wenn es eine Überrundung sind. Aber auch die müssen erstmal geschafft werden hier in Monaco. Letzte Runde, Leute, letzte Runde. This is your final lap. Mach keinen Scheiß bitte hier vorne. Danke.
Der wird jetzt hier nach Platz machen, schätze ich mal. Jawohl, das ist auch. Er verzichtet quasi damit auf seine letzte Chance, hier in Angriff zu setzen. Wobei die eine Position macht die Kohle jetzt auch nicht mehr fett. So, jetzt waren wir ja ganz smooth durch. Was hat er? Jawohl, danke. Ha, und damit ist er doch noch vorbeigekommen und fährt fast mir hinten rein. Ja, alles klar. Hat sich ja doch gelohnt. Und was sich auch gelohnt hat, ist auf jeden Fall einzuschalten, denn ich hole mir hier den Sieg in Monaco. Bam! Nice! Yes! Ja, trotz des schlechten Quali-Ergebnisses, ne, Chef? Er war wahrscheinlich noch im Spanien-Modus oder so. Hier will jeder gewinnen und dieses Team hat es geschafft. Was für ein tolles Ergebnis in Monaco. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat abliefern? Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Die Gesichter der drei Bestplatzierten sehen unglaublich glücklich aus, während sie sich auf das Podest begeben. Sie alle haben den Sieg verdient. Nice! Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Nicht das Ergebnis, das der Führende wollte, aber es macht die bevorstehenden Rennen sicherlich noch interessanter. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Man kann nichts daran aussetzen, was Sergio Perez heute auf der Strecke abgeliefert hat. Er ist fehlerfrei gefahren und damit eine leichte Wahl. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. In der Zwischenzeit klettert Renault mit einer weiteren starken Leistung dieses Wochenende in der Rangliste nach oben. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Ja, Perez, man hat es gerade gesehen, von 20 auf 8 vorgefahren. Richtig, richtig stark. Ja, und das Ergebnis bringt uns tatsächlich in der Rangliste nur 2 Punkte hinter Hamilton, der aktuell noch führt. Krass, also diese 2 Siege, was diese 2x25 Punkte ausmachen, ist echt heftig. Hamilton halt nur mit 12 Punkten in dem Rennen. Ja, und wenn man auch mal guckt, Bottas im Vergleich zu uns, so wahnsinnig weit weg waren wir gar nicht mal von der schnellsten Rennrunde. Hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht sogar auch nochmal eine Runde richtig anders pushen können oder so. Dann hätten wir den Punkt vielleicht auch noch gehabt, aber sei es drum. Schade ist es um Mick. Ein Platz am Punkt vorbei. Wie gesagt, das war halt taktisch irgendwie nicht so ganz sinnvoll. Dass es besser geht, zeigt Perez von 20 auf 1. Mega stark. Ja, wir gehen ganz kurz rein in die Wiederholung, nicht in die Highlights. Denn die erste Runde würde ich mir ganz gerne dann noch nochmal aus dieser Verfolgerperspektive anschauen. Also erstmal der Start. War ganz ordentlich, viel Spin, aber gut weggekommen. Und da war ich aber erstmal vorne. So, jetzt war halt das Problem, Reifen sind kalt vorne. Ich habe mit ein bisschen mehr Grip jetzt gerechnet dann da vorne rein. Er saugt sich auch schon ran und ja, ich komme hier zu weit. Er sieht die Lücke, sticht rein, alles cool. Ja, das ist alles fair, soweit. Ich mach mal hier ein bisschen, mach mal, ist hier nochmal nicht eine weiteres. Ah ne, das ist schon die weitere Sicht. Also ich denke mal, das ist alles fair hier. Na, ich bin in, also ich kann mich ja nicht auflösen. Ich bin auch vorne. Er bremst sich halt quasi rein. Ich bleibe ja auch, soweit es geht, rechts. Ja, ich versuche jetzt ja nicht nach links auszuscheren oder so. Er hat auch genug Platz. Also da ist nichts passiert. So, jetzt geht's hier. Ja, er fährt hier über diese Anhöhe, die ich ja am Rennen meistens ausgewichen bin, wie sie auch in der echten Formel 1 meistens ausweichen. Überfährt er jetzt. So, jetzt bin ich in. Er ist vorne, definitiv. Er ist vorne ein bisschen. Aber ich bin ja trotzdem noch, ne, es gibt ja so eine Regel, sobald, glaube ich, der Frontflügel oder der Vorderreifen auf Höhe des Hinterreifens des anderen ist, gilt es als nebeneinander. Ist so in FIA-Regeln so. Deswegen alles cool. So, auf der Bremse sind wir, ja, er ist ein bisschen vorne, das passt aber alles. Hier sind wir jetzt ungefähr gleich auf. Ich bin ja innen rein, bremst mich innen rein.
kommen hier zugegebenermaßen ein bisschen weit nach links rüber, aber ja, also hier, das sind fast zwei Autobreiten noch Platz nach links. Also hier ist alles noch easy, alles fair. Das passt alles soweit. So, okay, jetzt aber pass mal auf. Seht ihr das? Er klatscht doch hier. Ja, jetzt guck mal, achtet mal auf seinen Frontflügel. Von uns aus gesehen rechts, von ihm gesehen links. Da klatscht er ein bisschen hier dagegen. Aber das ist nicht meine Schuld. Also er hat genug Platz. Er hat genug Platz. Also er müsste da nicht dagegen klatschen. Und dadurch gibt es jetzt doch den Kontakt mit mir. Da verliert er nämlich den nächsten Teil seines Flügels. Sollte aber eigentlich im Spiel selber keine negative Auswirkung haben. Also da muss der Flügel schon krasser beschädigt sein. Denke ich mal. Wobei das links könnte schon vielleicht sein, das hier aber nicht. Aber das ist ja sein Fehler. Das ist ja definitiv sein Fahrfehler, dass er da so dagegen klatscht. Er hätte sich weiter rechts positionieren können. Ja, Analyse mit Ray hier, aber das war mir jetzt auch wichtig, das zu machen. Also bis jetzt ist es sein Fehler, dadurch klar. Ping-Pong-Effekt kommt hier rein. Jetzt bin ich mal gespannt. Ziehe ich hier zu krass zu oder nicht? Ja, ich würde sagen, nein. Ja, schwierig. Schwierig. Also ich glaube, hätte ihm ein bisschen mehr Platz lassen können. Vielleicht auch müssen, weil es ist schon super, super eng, wie man sieht. Okay, hier gibt es dann auch den Kontakt, deswegen auch dann diesen leichten Quersteher meinerseits. Also ja, ich hätte mehr Platz nach rechts gehabt an der Stelle, ganz klar. Aber guckt euch mal in Real Life Monaco an, also da schenkt man sich auch nichts. Ich würde sagen, es ist super, super hart, aber es ist noch im fairen Rahmen. Ich fahre hier halt, ja, verteidige mich da irgendwo. Es ist, wie gesagt, die Regel. Er ist quasi an der Stelle neben mir. Also ich darf nicht zuziehen, wobei ich halt sage, es ist ja noch Platz nach innen. Der Curb ist hier auch flach. Er kann hier drauf fahren, das tut er auch. Aber klar, irgendwann kriegt man das Formel-1-Auto auch nicht mehr herumgelenkt. Also schwierig, es ist eng. Schuld würde ich mir jetzt aber dann nicht geben. In der Regel sagt man ja auch hier, innen zu überholen, ist eigentlich fast schon No-Go. Online wird es immer wieder gerne mal probiert. Ja. Aber allein, dass halt da vorne schon so einen komischen Move macht. Ja, ich bleib dabei. Es ist ein hartes Duell gewesen in den ersten Kurven hier zwischen Ricciardo und mir. Ich würde aber auch sagen, es ist im fairen Rahmen. Gerade in Anbetracht dessen, dass wir hier in Monaco unterwegs sind, ist es, glaube ich, in Ordnung. Aber schreibe ganz gerne auch deine Meinung zu dieser Sache. Ich glaube, ich habe es jetzt ausführlich aus allen Winkeln gezeigt. Folge ist jetzt eh deutlich länger. Ich lasse dich daher jetzt nochmal mit den Highlights alleine und sag nur noch eines dazu, und zwar yes! Wir haben den nächsten Sieg. Wir haben den Sieg in Monaco. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und ja, da können wir doch jetzt voll motiviert zu den nächsten Rennen schauen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wenn es dir gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und wir sehen und hören uns doch hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Mach's gut, bis dann. Ciao!